Diese Sendung widmet Ihnen der Motorbuchverlag. www.motorbuch-versand.de. Einsatz, das Magazin für Sicherheit, Wirtschaft und Sport. Hallo und herzlich willkommen bei Einsatz, unserem Magazin für Sicherheit, Wirtschaft und die Blaulichtorganisationen. Und im ersten Beitrag melden wir uns aus Wien-Simmering von General Dynamics European Land System. Und Sie werden staunen, was in diesem Werk alles für die Welt, aber auch für das österreichische Bundesheer gebaut wird. Kann man diesen Pandur Evolution mit Sanitätseinrichtung oder Trageelementen ausstatten? Ja, im speziellen Fall hier haben wir einen Truppentransporter, der umgerüstet werden kann, direkt bei der Truppe in ein Medical Evacuation Vehicle. Im speziellen Fall hier ist eine Trage montiert drinnen, wo ein Verwundeter transportiert werden kann. Wenn die MEH-Truppe, sprich die Grenadierbataillon in Österreich, einmal mit einem Sanitäts-Ulan oder Escort ausgerüstet werden sollten, könnte man dieses System auch dort anbringen. Es gibt ein universelles Interface dafür. Hier haben wir es schon getestet auf dem Pandur. Das würde dann adaptiert werden, zum Beispiel auf einen Ulan, und dann kann auch dieser umgerüstet werden zu einem Krankentransportfahrzeug. Wünschen Sie sich, dass Ihre MEH-Truppen in Oberösterreich wieder ein gepanzertes Gerät bekommen, Pandur oder Dingo? Es stimmt vollkommen, dass wir gepanzerte Sanitätsfahrzeuge benötigen. Wir hoffen aber auf ein gepanzertes Sanitätsfahrzeug auf Kette, und hier wäre eine Möglichkeit, den Schützenpanzer Ulan auf die Version Sanität umzurüsten, um ihn sowohl in den Grenadierbataillonen als auch in den Panzerbataillonen zu nutzen. Der Ulan, der bei 2 Grenadierbataillonen in Österreich im Einsatz steht, bedarf nach 20 Jahren einer gewissen Kampfwertsteigerung. Wenn der Auftrag kommen sollte, sind Sie gerüstet? Wir haben verschiedene Möglichkeiten mit dem österreichischen Bundesheer ausgearbeitet. Ich denke, wir haben das Vertrauen insbesondere beim Pandur-Evo-Projekt bereits aufgebaut. Wir halten den Lieferplan ein. Ich bin auch zuversichtlich, dass wir das in Zukunft machen werden. Welchen Vorteil hat das beim Pandur, dass er eine Einzelradaufhängung hat? Der Pandur hat eine Einzelradaufhängung, damit eben die Mobilität entsprechend hoch ist. Wir sehen auch, dass die Komponenten sehr robust ausgeführt sind, was uns immer wieder erlaubt hat, auch eine höhere Tonnage zu transportieren. Sie sind hier sehr engagiert, um die Antriebsachsen einzubauen. Wie lange sind Sie schon im Unternehmen? Ich bin im Gesamten jetzt übernommen seit ca. 2,5 Jahren und möchte dazu sagen, es ist eine spannende Arbeit. Hier nimmt unser Elektriker gerade das Fahrzeug final ab. Er checkt nochmal die Onboard-Elektronik, bevor es dann zur Auslieferung an den Kunden geht. Wie lange arbeiten Sie schon bei General Dynamics European Land System? Seit 39 Jahren. Welches Fahrzeug haben Sie damals gebaut? SK-105, der Kürassierpanzer, dann in Ulan und in Pandur 1, Pandur 2 und jetzt Pandur Evolution. Wir sehen hier einen weiteren Arbeitsvorgang. Da sieht man Rollen, da sieht man einen stehenden Pandur. Was passiert hier? Hier hinter uns sehen wir den Bremsenprüfstand. Auch die Spureinstellung findet hier statt. Und es ist ein extrem wichtiger Schritt, was die Sicherheit angeht, bevor wir zum Roadtest auf die Straße gehen. Im Hintergrund sieht man 2 junge Männer fleißig bei der Arbeit. Sind das Lehrlinge? Wir haben hier gerade 2 Lehrlinge in der Qualitätsabteilung. Insgesamt haben wir jetzt auch Lehrlinge in 4 verschiedenen Bereichen. Und ich denke, das ist sehr, sehr wesentlich für unsere Zukunft am Standort. Welche Aufgabe haben Sie hier? Ich überprüfe da diverse Teile, Bleche, jetzt gerade eine Schraube, eine Passschraube. Und ja, ich gebe die dann frei, wenn alles passt. Wenn nicht, dann wird eine Reklamation wird zurückgeschickt. Wie gefällt es Ihnen im Betrieb? Also dabei gefällt es mir sehr gut. Sie haben jetzt ein Gerät eingeschaltet, das da quasi hin und her fährt. Was passiert hier? Das ist eine 3D-Koordinatenmessmaschine. Die Maschine funktioniert so, es wird ein Programm erstellt. Das Programm wird dann gespeichert und man kann dann das Programm automatisch ablaufen lassen. Genauigkeit spielt auch bei einem Großpanzer eine wichtige Rolle. Genau so ist es, wo man sich denken kann, der Panzer ist groß und massiv und schwer. Es sind natürlich hochkomplexe Teile verbaut, die natürlich auch funktionieren müssen. Das sind gleitende Teile, drehende Teile. Zwischenzeitig herrscht ja der Wunsch, dass man auch die Miliz ausrüstet mit dem Ur-Pandur, mit dem Pandur 1. Könnten Sie diesen Auftrag, wenn er kommen würde, erfüllen? Wir freuen uns über jeden Auftrag, und wenn es, wie gesagt, eine längere Planbarkeit dahinter stehen hat, jedenfalls nehmen wir diese Herausforderung an und können diesen erfüllen.
Welche Lieferkapazität hätten Sie? Wir haben derzeit circa Lieferkapazität von rund 30 Pandur Evo pro Jahr. Aber natürlich, wenn wir einen Ausblick über längere Jahre haben, der durchaus planbar ist, können wir das jederzeit aufstocken. Der Pandur Evolution ist wohl eines der modernsten gepanzerten Radfahrzeuge der Welt. Er sorgt für den Schutz unserer Soldaten im Inland genauso wie im Ausland. Im nächsten Beitrag geht es um die Fahrschulausbildung unserer Soldaten beim österreichischen Bundesheer. Der TKM von MAN ist ein moderner Laster mit vielen Sicherheitseinrichtungen. Mit dabei ist auch der Evo von General Dynamics European Land System und dieser Pandur spricht alle Stücke. Der Ulan steht vor einer Kampfwertsteigerung und Weihnachten steht ja vor der Tür. Sie sind Fahrschullehrer hier in Hörsching, kommen vom Panzerstabsbataillon 4, das jetzt auch in Hörsching stationiert ist. Wie zufrieden sind Sie mit den Rekruten, die sich bei Ihnen gemeldet haben? Ich bin sehr zufrieden. Wir werden unseren Wissensstand und unsere Ausbildung natürlich laufend verbessern. Und wir wollen das Ganze natürlich auch ins Zivile mit übernehmen, dass auch die GWD, die Grundwehrdiener, auch das ganze Wissen, was sie bei uns vermittelt kriegen, auch zivil anwenden können. Das Panzerstabsbataillon 4 hat auch einen Vizeleutnant als Leiter der Heeresfahrschule hier in Hörsching. Welche Aufgaben haben Sie, um den Rekruten das richtige Bewegen von Heereskraftfahrzeugen beizubringen? Ja, die Ausbildung gliedert sich jetzt erst einmal in einen theoretischen Teil, der in Lehrsee unterrichtet wird. Und in weiterer Folge natürlich hier die praktische Ausbildung, wo wir hier das neue Forscherauto, den MN 1420, verwenden. Und da wird halt das Fahren speziell die Sachen ausgebildet, was bei uns drauf ankommt. Viel Gelände fahren. Wenn wir hinten nach links geschaut haben, steht noch ein 12M18 aus den 80er Jahren. Wird das Fahrzeug nach wie vor verwendet und wird hier auch noch ausgebildet? Bei uns werden auch die 12M18 nur verwendet und ausgebildet. Mittlere, geländegängige Lastkraftwagen in der Tonnage bis 5 Tonnen spielten beim österreichischen Bundesheer immer eine wichtige Rolle. So überließen uns nach der Unterzeichnung des Staatsvertrages 1955 die Amerikaner mehr als 1214 Jimmys, den GMC, in verschiedensten Ausführungen. Das Rückgrat der Heeresmotorisierung war damit gegeben. Ihm folgten aus heimischer Produktion aus der Steirer Familie die 380, 480, 580, 586 und 680. Der 12M18 ist nach wie vor im Betrieb. Nun ist der TGM Star der Lkw-Flotte. In alter Zeit, wo ich selbst noch den Heereskraftfahrführerschein gemacht habe, gab es die Wolke Amma. Gibt es die noch? Die gibt es natürlich noch. Wir müssen unsere Fahrzeuge vor der Fahrt überprüfen. Das heißt, jeder Buchstabe von diesem Wort steht für eine Tätigkeit, die der Kraftfahrer überprüfen muss vor der Fahrt. W steht für Wasser, O für Öle, L für Laufwerk, K für Kraftstoff, E für elektrische Anlage, A für Ausrüstung, M für Motor und A für Anhänger. So dass der Kraftfahrer immer weiß, was er machen muss und nichts vergessen kann. Und jetzt gehen wir in die Liste G, jetzt gehen wir ins Gelände. Jawohl. Dass es hier viele neue Fahrzeuge gibt, die auch sicher sind, speziell im Wechselaufbau sind ja auch Sicherheitsgurte und Schalensitze untergebracht, die man bei verschiedenen auf LKWs aufbauen kann. Kommt das positiv an? Ja, selbstverständlich. Wir haben bei diesen MAN-Wechselaufbauten die verschiedensten drauf und da gibt es einen Aufbau für Mannschaftstransporter und der hat hinten natürlich Schalensitz drauf, Sicherheitsgurte, H-Gurte und die beste Sicherheit für die Leute. Macht es Ihnen eine Freude, dass Sie da heute Militärauto fahren dürfen? Selbstverständlich. Also ich bin ja froh, damit ich die Ausbildung da machen kann, damit ich den halt dann zivil überschreiben kann. Deswegen bin ich ja dementsprechend motiviert, dass ich den halt dann auch für die Freiwillige Feuerwehr nutzen kann. Wie sehen Sie die Ausbildung hier in Hörsching beim Panzerstabsbataillon 4? Also ich muss sagen, die Vorschule in Hörsching oder generell Vorschulen beim Bundesheer sind sicher um einiges besser als wie die im Zivilen, da man viel genauer in die Materie geht, besonders in der Gerätelehre. Außerdem werden wir auch fürs Gelände ausgebildet. Und ich kann jedem Rekruten wirklich nur empfehlen, den C-Führerschein beim Bundesheer zu machen, da man dann nur Vorteile dadurch hat und beim Umschreiben spart man sich natürlich einiges an Geld. Und den Führerschein hat man dann eigentlich ein Leben lang. Die Jägerbataillone des österreichischen Bundesheeres spielen auch künftig eine immer wichtigere Rolle. Wir waren beim Jägerbataillon Salzburg und auch dort spielt die Miliz eine große Rolle. Und die wünschen sich auch gepanzerte Schutzfahrzeuge. Milizsoldaten sind Männer und Frauen, die ihren Grundwehrdienst geleistet haben und beim Bundesheer weiterhin eine Aufgabe wahrnehmen. Als Offiziere, Unteroffiziere oder auch als Mannschaften sind sie Bestandteil des Wehrsystems. Die Miliz hat vielseitige Aufgaben, wie zum Beispiel den Grenzschutz, wie hier in Salzburg. Aber das ist noch nicht alles.
Die Miliz ist integrierter Bestandteil des Bundesheeres und somit hat man grundsätzlich auch als Miliz das komplette Aufgabenspektrum des Bundesheeres als Aufgabenfeld. Unser Kernaufgabenfeld, das Bataillon, und die wahrscheinlichste Einsatzort wird sein schutzkritische Infrastruktur. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir alle Aufgaben erfüllen können, die sie militärische geben. Aber auch intern gibt es viel zu tun und organisieren. Der Zuständigkeitsbereich der Stabskompanie ist sehr umfangreich. Einerseits die Versorgungstätigkeiten innerhalb des Bataillons sicherzustellen. Dazu zählt auch die Sanitätsversorgung und auch die Instandhaltung von schadhaften Geräten und Fahrzeugen, sowie auch die Sicherstellung der Fernmeldeverbindungen innerhalb des Bataillons. Da die Miliz aus zivilen Personen besteht, bringt sie viele Vorteile. Der Vorteil der Miliz sind sowohl die militärischen Fähigkeiten zu nutzen, als auch die zivilen Fähigkeiten. Allein im Sanitätsbereich verfügt das Jägerbataillon Steiermark über 9 Notärzte, beginnend vom Anästhesisten, Chirurgen, Orthopäden, Radiologen, alles. Wir haben sämtliche Berufsgruppen abgebildet und können damit einiges abdecken, was man sonst nicht abdecken kann. Und diesen Vorteil, den muss man einfach nutzen. Es gibt also großen Bedarf an Spezialausbildungen, Fernmeldewesen zum Beispiel, sowas IT-Wesen ist so eine Frage, aber Logistik, Nachschubswesen, unterschiedlichste Berufe, wo wirklich großer Bedarf besteht und wo es auch spannende Aufgaben gibt. Stichwort Nachschub. Erst letztes Jahr wurden in der Salzburger Schwarzenberg-Kaserne 35 sonderangefertigte LKW an die Milizjägerbataillone Salzburg, Tirol und Oberösterreich übergeben. Für ihren Einsatz wird die Miliz gelobt. Ich bin immer überrascht, wie hoch die Motivation der Wehrpflichtigen der Miliz ist. Wir haben heuer schon im Frühjahr eine große Übung mit Jägerbataillon Salzburg gehabt. Und es ist immer wieder schön zu sehen, wie sich die Kameraden der Miliz hier mit einbringen. Und wenn es die Miliz nicht schon geben würde, müsste man sie erfinden. Wenn die Möglichkeit nicht bestehen würde, dass ich im Bundesheer bleiben könnte, dann würde ich auf jeden Fall mich für die Miliz entscheiden. Ungefähr 25.000 Soldatinnen und Soldaten umfasst die Miliz, die in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Bundesheer Großartiges für unser Land leisten. Und du, Evo, verabschieden wir uns heute aus Wien-Simmering, wünschen eine frohe Feiertage, ein gutes neues Jahr und bleiben Sie auf diesem Kanal. Einsatz, das Magazin für Sicherheit, Wirtschaft und Sport. Diese Sendung widmete Ihnen der Motorbuch Verlag. www.motorbuch-versand.de